Dies ist auch für die Experten der Rechtsmedizin sicher kein alltäglicher Fall. Da findet ein Kanufahrer bei Hannover einen leblosen Körper im Wasser. Die Feuerwehr zieht die Leiche aus dem Fluss. Es ist ein Mann ohne Kopf. Es war ein schauriger Fund, den ein Kanufahrer gestern am späten Nachmittag gemacht hat. Während seiner Bootstour entdeckte der Mann im Fluss einen leblosen Körper. Sofort alarmierte er Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort, hier an der Leine, in der Nähe des Ortes Bordenau am Steinhuder Meer. Hier hat ein Kanufahrer einen verdächtigen Gegenstand gefunden, was eventuell eine Leiche sein könnte. Nach Erkundung wurde festgestellt, dass es sich um eine menschliche Leiche handelt. Diese wird jetzt durch uns geborgen und an die Polizei übergeben. Der leblose Körper trieb in der Nähe einer kleinen Insel auf der Leine. Die Ermittler entdeckten schnell, bei dem Leichnam fehlte der Kopf. Ein wahrer Horrorfund. Gesichert ist bislang nur, der Tote war männlich. Wie alt in etwa, konnten die Beamten noch nicht feststellen. Auch die Todesursache liegt noch völlig im Dunkeln. Ein Gewaltverbrechen liegt zwar nahe, doch die Polizei sagt, es müsse sich nicht zwangsläufig um Mord oder Totschlag handeln. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könne man nichts ausschließen. Die Ermittlungen laufen jetzt natürlich erst an. Im Moment kann man noch gar keine Aussage dazu treffen, wie der Mann zu Tode gekommen ist. Die Leiche wird vermutlich heute im Laufe des Tages obduziert. Erst danach gibt es vielleicht neue Erkenntnisse im Fall dieses mysteriösen Gruselfundes an der Leine.